Einen wunderschönen Freitagmorgen, recht herzlich willkommen zu Bewegungswoche Nummer 57, die natürlich heute endet. Ein Wahnsinn, wie lange wir uns schon gemeinsam bewegen. Einige ja seit Beginn, andere seit ein paar Monaten, andere wiederum erst seit Kurzem. Aber ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und ich hoffe, es geht euch auch gut dabei. Und damit das so bleibt, würde ich sagen, starten wir gleich einmal mit Bewegung hinein in den Tag. Am Freitag konzentrieren wir uns jetzt immer ein bisschen mehr auf, ich sage mal, Walking, spazieren gehen, ein bisschen laufen und da probieren wir an der Technik etwas zu feilen. Und das sieht gleich einmal folgendermaßen aus. Der Klassiker, wir starten einmal schulterbreit und jetzt bewegen wir mal praktisch nur unsere Fersen nach oben. Ja. Rollen praktisch nach oben ab. Über die Fußballen ziehen die Fersen nach oben. Das heißt, wir mobilisieren jetzt einmal hier unsere Sprunggelenke. Sehr schön, setzt unser Lächeln auf. Ich komme wieder zu euch, damit ich auch anschauen kann. Und nicht nur von der Seite, ja. Gut, und dann natürlich schön langsam nehmen wir unsere Arme mit, auch die schwingen mit. Aber wirklich, versucht einmal zunächst richtig langsam auf die Qualität zu achten, nach oben zu ziehen. Ja, genau. Das heißt, wir merken natürlich in der Wadenmuskulatur, da tut sich was, aber gleichzeitig auch, wenn wir da kräftigen, was machen wir? Auch den vorderen Schienbeinmuskel, der ist ebenfalls mit dabei. Ja. Und unser Sprunggelenk, das freut sich. So, und wir werden jetzt ein bisschen flotter, das heißt, die Arme schwingen mit. Und ich habe wieder einige Fotos und Videos bekommen, Fotos unter anderem von der Susanne. Die hat mir geschrieben, genau, Freundinnengruppe, die dreimal in der Woche läuft, früher normal im Fitnesscenter waren. Und jetzt sind sie mit dabei bei der größten Bewegungsgruppe Österreichs. Man sieht es leider gerade ein bisschen schlecht, aber sind alle 70 plus und fühlen sich super, super fit. Ja. Bitte auch eure Fotos und Videos an fitmitphilipp@orf.at. So, wir werden ein bisschen größer von der Bewegung. Und jetzt beginnen wir hier praktisch unseren Kniehub, das heißt, wir heben unsere Knie ab, wir sind ein bisschen aktiver, die Arme schwingen auch etwas mehr mit, ja, heben an, genau, haben unsere Stecken praktisch mit, unsere imaginären, drücken uns schön ab, bewegen uns, Körperspannung, die ist da, sehr gut, gehen einmal, super, ja, fein, komm wieder zu euch. Ja, für alle Fleißigen gibt es natürlich immer wieder die Möglichkeit, auch am Wochenende zu turnen, und zwar in der ORF-TV-Tag. Also, Samstag, Sonntag. So, und jetzt, Herrschaften, versuchen wir schön langsam ins Laufen zu kommen. Versucht das einmal am Stand. Einsteiger ganz locker, schaut einmal, wie es geht. Auch wenn ihr euch anhaltet irgendwo, versucht da ein bisschen Geschwindigkeit reinzubringen. Nur so gut es geht, ja. Dann die Fortgeschrittenen werden natürlich etwas flotter. Und die Profis, ja, versuchen hier am Stand zu laufen. Lächeln aufsetzen. Ja. Und geht schon. Komm, da bleiben wir dran. Jetzt versuchen wir ein bisschen das Tempo zu erhöhen. Etwas zu erhöhen. Jawohl, gehen wir, komm. Atmung fließt. Ja, sehr gut. Wir bleiben. 5, 4, 3, 2 und 1. Wir werden wieder langsamer. Ja, genau. Bleiben noch in der Bewegung und werden langsamer. So, schütteln ganz kurz aus. Nächste Geschichte ist, ein Bein haben wir den Kniehub, mit dem anderen Bein fersen wir an. Sieht dann so aus, das heißt, wir heben ein Knie an, ja, stellen das ab und dann fersen wir an. Bisschen was Koordinatives, das heißt, Kniehub, zack, abstellen praktisch, anfersen. Ja, Knie, linkes Knie geht nach oben in dem Fall bei mir, linkes Knie, rechte Handfläche zieht mit, stellen ab, zack, und jetzt nach hinten anfersen, okay? Also, nach oben und nach hinten. Kann man auch langsam machen, Einsteiger beginnen einmal da zunächst, ja, fersen ganz leicht an, jeder von euch, so gut es geht, und die Profis natürlich, die ziehen richtig schön nach oben, zack, Fersen an, nach oben ziehen, jawohl, und wieder nach oben. Lächeln aufsetzen, ich komme wieder zu euch. Sehr schön. Kniehub, anfersen. Ja, bisschen koordinativ, gell? Muss man sich konzentrieren? Sollte man auch. Und Herrschaften, warum sage ich das? Das sind eure 20 Minuten für eure Gesundheit, für euer Wohlbefinden. Und geht schon. Kniehub, anfersen. Einsteiger, wie gesagt, fangen leicht an, heben nur ein bisschen an. Fortgeschrittene weiter nach oben. Profis noch weiter. Abstellen wieder, anfersen. Und das kann man dann im Takt machen, man hört es an der Musik. Versucht es einmal, dran zu bleiben. Genau, jawohl, sehr schön. Das heißt, da kommt ein richtiger Schwung, ein bisschen Dynamik hinein im Rhythmus. Sehr gut.
Okay, und jetzt wechseln wir. Das heißt, jetzt rechtes Knie nach oben und das linke Bein fährst an. Und da jetzt praktisch linke Hand nach oben, rechtes Knie, zack, abstellen und dann die Ferse. Und auch da wieder, jeder für sich, so gut er kann in seiner Bewegungsgröße, zeigst du mir langsam her. Das heißt, zieht nach oben, zack, wir stellen ab, anfersen, kommen wieder retour, heben an. Ja, gut, sehr schön. Das macht jetzt jeder für sich. Und wir probieren wieder im Takt hier ein bisschen mitzuschwingen. Ich komme wieder zu euch. Ja, Kniehub immer ganz, ganz wichtig. Wisst ihr, wenn wir jetzt rausgehen, wandern, spazieren durch die Wälder, die Wurzeln sind da, wir passen nicht auf, wir bleiben irgendwo hängen. Und um das zu vermeiden, Hopperlas dieser Art, machen wir solche Übungen. Und tut auch gut für alle Damen und Herren, die fleißig laufen, joggen, Nordic walken, wie auch immer. Und prinzipiell braucht es der Körper sowieso, dass wir uns gescheit bewegen. Zack, nach oben ziehen. Ja, sehr schön. Und gehen wir. 4, 3, 2 und 1. Okay, wir bleiben beim Kniehub, nächste Übung. Und zwar, ja, wir haben unseren Kniehub, zieht nach oben und dann drücken wir uns praktisch über die Ferse, über den Fußballen nach oben ab. Das heißt, Kniehub zunächst und dann nach oben abdrücken. Ja. Dynamisch schaut es dann so aus. Einmal links, einmal rechts. Ja. Also Knie zieht nach oben. Wir nehmen den Schwung mit der Hand, ziehen uns nach oben und versuchen uns richtig schön abzudrücken. Ja. Das wäre praktisch die Endposition. Kommen wieder retour. Und jeder für sich, so gut es geht. Einsteiger fangen an, heben da an, ja, und versucht sich nur ein bisschen abzudrücken. Ja. So gut es geht, versucht das einmal. Auch wenn ihr irgendwo eine Gehhilfe habt, aber so, schaut, probiert euch ein bisschen abzudrücken. Genau. Ja, sehr schön. Und die Fortgeschrittenen, die nehmen wieder den Schwung auf. Unsere Profis, schön nach oben ziehen. Wirklich, versucht einen hohen Kniehub zu haben. Ja, mit Schwung. Gehen wir da hinauf, hoppala, wackel ja gleich ein bisschen. Ja, richtig versuchen, da richtig schön nach oben zu ziehen. Das Ganze rechts, links natürlich, im Wechsel. Knie hebe mich wieder zu euch. Ja, sehr gut, dann bleiben wir dran, gehen wir, komm. Jawohl, schön nach oben ziehen. Ja, da wird es auch warm. Ich glaube, nicht nur den Scheinwerfern geschuldet. Ab und zu wackelt es auch ein bisschen. Gehört auch dazu. Setzt das Lächeln auf. Sehr schön. Und geht noch. Okay, sehr gut. Wir schütteln aus, atmen mal durch. Ganz schön anstrengend, glaubt man gar nicht, okay? So, als nächstes mobilisieren wir unsere Hüftrotatoren. Das heißt, aufrechte Haltung, Handflächen zeigen nach unten, unsere Fingerspitzen. Und jetzt heben wir praktisch, genau, unsere Fersen nach innen. Diese ziehen Richtung Fingerspitzen. Und damit, durch diese Bewegung, mobilisieren wir unsere Hüftrotatoren. Kann man sich ein bisschen nach vorne neigen auch, ja. Aber versucht auf alle Fälle mal aufrecht zu stehen und die Fersen, die Innenseite der Ferse, nach oben zu ziehen. Sehr gut, lächeln haben wir. Freitag ist, Herrschaften. Und wie gesagt, wir sind schon mittendrin. Am letzten Tag dieser Woche. Jetzt feiern wir bei den 60er. Ja. Unglaublich. Ja, Herrschaft, ich bin stolz auf euch. Und ihr könnt das sein auf euch. Ja. Stolz. Sehr schön. Vor allem das Ergebnis für euch ist, glaube ich, für viele immer wieder unglaublich, was sie mir schreiben, wie gut es ihnen tut, wie gut es ihnen geht, was sich verbessert hat. Wichtig ist nur die Regelmäßigkeit. So, okay. Nächster Step, unsere Oberschenkel. Dazu gehen wir den Ausfallschritt. Das heißt, wir steigen einmal nach vorne, stabilisieren gescheit und jetzt praktisch gehen wir mit unserem Gesäß nach unten. Und wieder nach oben. Ja. Kann man ein bisschen größer auch machen, Ausfallschritt. Das heißt, wir gehen nach unten, Gesäß geht nach unten. Ja. Sehr gut. Ja. Sieht man das, glaube ich, so? Ja. Nach unten, Oberkörper ist aufrecht. Wir gehen nicht so nach vorne irgendwie drüber, sondern wirklich Gesäß geht nach unten. Sehr schön. 2, 1. Ja. Jetzt wechseln wir. Anderes Bein nach vorne. Jeder in seiner Größe natürlich, Einsteiger fangen da an, Fortgeschrittene, Profis gehen weiter nach unten und wir schieben wieder schön übers Gesäß nach oben. Für alle, die sagen, na ja, da hätte ich gerne ein bisschen mehr Action,
kann man auch Zusatzgewichte verwenden. Und eins noch. Ja. Und jetzt machen wir noch einmal 5 rechts und einmal 5 links. Ich komme zu euch. Also Ausfallschritt nach vorne. Und geht schon, komm. 5, 4, 3, 2 und 1. Ja, wir wechseln das Bein, anderes Bein nach vorne. Boom, ich schwitze heute, das ist ein Wahnsinn. Und wieder. 1, 2, 3, 4 und 5. Wir kommen nach oben, schütteln einmal aus, das haben wir uns verdient. Einmal durchatmen, vielleicht ein Schluckerl dazwischen auch einmal nehmen. Freitag ist, gestern haben wir ja richtig angast, sitzend oder stehend. So, nächste Übung ist unser Iliasakralgelenk. Dazu haben wir da hinten unsere Knochen, ja, da geben wir unsere Daumen hin. Und jetzt ziehen wir praktisch ein Bein nach oben, versucht einmal die Zehenspitzen nach oben zu ziehen mit dem Bein. Dann sieht man das, glaube ich, schön in der Kamera, wie sich das da hinten bewegt. Ich komme wieder zu euch. Also da richtig schön nach oben ziehen. Ja. Nicht rechts, links kippen, sondern da oben nach oben ziehen. Sehr, genau, ja, so. Sehr schön. Ja, seit dem Lockdown mit dabei, habe ich mir sagen lassen. Und zwar aus Germering bei München. Dascher, her haben wir schon das nächste Foto. Die Renate und der Hans. Dascher, geht sie runter in die Hacke. Ja, das gefällt mir. Da sind sie richtig aktiv, die Familie. Und wie gesagt, ich begrüße alle Fans und Freunde in Bayern. Das ist schön, gell? Nach oben ziehen. Lächeln aufsetzen. Okay. Gut. So, nächste Übung. Wir kommen zu unseren Schultern. Und zwar, da schauen wir, dass wir so leicht Hüftbreit stehen. Boom, ich habe sogar schon die ersten Schweißtropfen da auf mein Shirt heute. So, wir geben unsere Arme zur Seite und stellen uns vor, wir drücken ein Gewicht nach oben. Ja, wir drücken ein Gewicht nach oben, Körperspannung, die ist da. Unsere Oberschenkel können ruhig angespannt sein. Der Bauchnabel zieht nach innen und wir schieben schön nach oben. Genau, sehr gut. Nach oben drücken. Ja, nach oben. Schön nach oben. Mit der Ausatmung nach oben, dann kommen wir nach unten, nach oben. Und dann natürlich können wir auch da wieder. Viele Damen und Herren, die sagen, ich brauche ein bisschen was. Zusatztechnisch, nehmt ein Gewicht her. Ja, alles ist möglich. Alles ist möglich. Nichts ist fix. Gell? Nach oben drücken. Sehr gut. Damit wir unsere Schulter kräftigen. Bauchnabel zieht nach innen. Wir setzen unser Lächeln auf. Jawohl. Sehr gut. Und wir bleiben dabei. Ja, und ein Foto, glaube ich, haben wir noch. Und zwar von der Oma Gertrude und vom Opa Gustav. Die sind seit Beginn mit dabei. Und das ist die Sophia. Ich glaube, die ist 2,5. Na, da schaut's her. Die ist fleißig. Also wieder ein klassisches Foto, wo man sieht, vom Kleinkind bis ja, ins hohe Alter, alle sind sie mit dabei. Und gehen wir. Und komm. 7, 6, auch wenn es brennt, komm. 5, 4, 3, 2, 1 und nach unten. Kurz ausschütteln. Jetzt machen wir gleich weiter mit unserem Rücken. Und dazu stelle ich mir jetzt praktisch seitlich einmal hin. Beine ungefähr schulterbreit, hüftbreit. Ich zeige es mal von vorne. Ja. Dann Arme hängen nach unten. Jetzt gehen wir praktisch mit unserem Oberkörper nach vorne, so gut es geht. Ziehen unsere Handflächen nach oben. Bewegen uns wieder nach oben. Mit dem Oberkörper. Oberkörper geht wieder nach vorne. Handflächen gehen nach zur Mitte. Und wir gehen wieder nach oben. Ja. Achtet jetzt bitte drauf. Bauchnabel wie immer zieht nach innen. Ja. Das heißt, wir gehen nach vorne. Schaut mal, wie gut es geht. Jeder für sich. Ja, nach vorne gehen. Nach vorne. Dann seitlich die Handflächen nach oben kommen. Nach oben. Genau. Wieder nach vorne. So gut es geht. Wirklich, probiert es einmal. Ja. Dann die Arme wieder nach unten. Ja. Und wir kommen wieder nach oben. Spürt man richtig schön in den Rückenstrecken, gell? Jawohl, sehr gut. Und dabei ist man noch, komm. Wieder nach vorne, Handflächen, genau, Handflächen bleiben seitlich. Erst wenn wir unten sind, Hände wieder nach unten. Wir richten uns wieder auf, gehen nach vorne, Oberkörper neigt sich nach vorne. Wir gehen nicht so mit dem Bobschel nach hinten, sondern Oberkörper neigt sich nach vorne. Genau, und jetzt die Arme zur Seite. Wir richten uns wieder auf, kommen nach vorne. Ja, sehr gut. Arme nach unten, richten uns wieder auf. Und Arme geht's noch. Nach unten, kommt daher, ja, genau nach unten, seitlich nach oben
Und Arme gehen wir nach runter, weil es so schön ist. Unten, ja, und richten uns wieder auf. Sehr gut. Kurz ausschütteln, einmal durchatmen. Ich würde mal sagen, jetzt machen wir ein bisschen was auch fürs Gleichgewicht, auch immer ganz, ganz wichtig. Ich stelle die Flaschen dazu mal auf die Seite. Und zwar, wir stellen unsere Beine versetzt hintereinander, ja, geben unsere beiden Daumen nach vorne, das heißt, wir greifen mit den Fingern ineinander. Und jetzt einmal zeichnen wir einen vor uns liegenden Achter. Den zeichnen wir, ja, in eine Richtung und dann kann man auch die andere Richtung nehmen. So. Natürlich wird es wackeliger, wenn ich mit den Beinen eher parallel hintereinander stehe. Das könnt ihr mal versuchen. Ja, und auch da die Richtung zu wechseln. Oder natürlich ganz knapp hintereinander. Dann wird es richtig kippelig. Ist auch immer eine Tagesverfassungsgeschichte, sage ich natürlich. Es ist nicht bei allen gleich. Ja. Kommt immer darauf an, wie ist man aufgestanden, wie hat man geschlafen, wie fühlt man sich heute. Ja. Heute war es ein bisschen so richtig grauslich bei uns im Osten, geringert hat es. So, und der nächste Schritt, den wir machen, ja, Kopf ist vorne und nur unsere Augen verfolgen praktisch unsere Daumen. Versucht es einmal. Ist gar nicht so leicht. Kopf ist gerade. Ja. Okay. Jetzt wechselt mal das Bein, macht das einmal, Beinwechsel, in eurer Position, wie auch immer, Bein, ja, und wieder, Konzentration, entweder leicht versetzt, ein bisschen größer vom Schritt her, oder, ja, hopsi, schaut's, da wackel ich jetzt schon, und nach vorne, und wir zeichnen schon. Also andere Richtung haben wir gesagt, ja, glaube ich, so nach, und auch da kann man dann mal die Richtung wechseln, natürlich, sehr schön, ja, super, nachschauen. Der anstrengende Teil, der liegt schon hinter uns. Da machen wir was fürs Gleichgewicht. Sehr gut. Und versuchen nachzublicken. Sehr gut. Okay. Nächster Schritt. Auch wieder ganz locker. Wir sind ja schon drinnen jetzt in der Cooldown-Phase, kann man sagen. Wir mobilisieren unsere Handgelenke. Wir versuchen mal hier einen Achter zu zeichnen. Ganz easy. Genau. Von der einen zur anderen Seite. Dann wieder mal den Achter in die andere Richtung. Atmung fließen lassen. Sehr schön. Ah, tut das gut. Also runterkommen. Atmung fließt. Schütteln ganz kurz aus. So, jetzt gehen wir praktisch mit unserem Ellbogen nach oben. Umfassen diesen mit unserer Handfläche. Dehnen da mal richtig schön. Atmung fließen lassen beim Dehnen. Dann wechseln wir unseren Arm. Herrlich, gell? Also nach der Anstrengung wieder mal runterzukommen. Und wir haben was gemacht und starten dementsprechend frisch hinein in den Tag. So, jetzt greifen wir nach hinten, ich zeige es einmal so her, in unser Sackerl, greifen da rein, dehnen da richtig schön. Ja, komm wieder zu euch, wir dehnen. Dehnen, sehr gut. Wechseln da den Arm, genau, greifen auch da nach hinten. Ja, Herrschaften, ich wünsche euch auf alle Fälle ein schönes Wochenende. Bitte nutzt die Möglichkeit, geht's raus an die frische Luft, bewegt euch draußen, steigt auf einen Baumstumpf rauf und runter, geht's ein bisschen flotter, macht's einen Kniehub beim Spazieren, wie auch immer, genießt es an der frischen Luft, in der Natur draußen, lauscht ein bisschen hinein zu den Vögeln wie immer und ja, einfach entspannen ist immer ganz, ganz wichtig, das braucht man auch nach der Belastung und natürlich auch am Freitag gilt wie immer. Trinken, 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 denn die Zelle, die muss schwimmen. Und ich freue mich, wenn wir uns am Montag wiedersehen. Pfiat euch!